Sum. Wir sagen an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale und wir rufen auf zum zweiten Halbfinalgefecht aus Estland Irina Embrich und aus China Mingfang Ling. Alexander Ivanov aus Israel, David Kralik aus Slowakei, Thomas Nguyen aus Kanada werden das Gefecht begleiten, leiten. Wird diese Auseinandersetzung Alexander Ivanov aus Israel. Der Weltcup ist gewachsen. Wir haben Teilnehmerzahlen bekommen. Über die Klasse hieß es zuletzt knapp 190 Teilnehmer mittlerweile, nachdem es im letzten Jahr ca. 120, 130 waren. Die Brüderstraße ist jetzt mittlerweile mit dabei. Wie hoch ist so ein Pensum? Was kann man den Zuschauern vermitteln im Sinne der sportlichen Belastung für so einen Weltcup insgesamt mit so vielen Runden? Also das ist für die, die am ersten Tag aufrichten müssen, auch schon eine relativ hohe Belastung. Wir haben eine Runde, das sind meistens 6-5er-Gefechte, die eben innerhalb im Rahmen von 1,5 bis 2 Stunden runtergefochten werden. Dann haben wir nochmal 2 15er-K.O.-Gefechte. Das klingt jetzt nicht so richtig viel, aber Sie müssen überlegen, wir haben da sowas wie eine Ein-Mann-Sauna an und Sie haben eine sehr, sehr hohe psychische Belastung vor allem. Sie müssen sich immer wieder konzentrieren, es geht um Bruchteile von Sekunden und das ist auch das, wo man halt eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit braucht, um dann 2 Tage da komplett durchzubringen. Die Athletinnen sind bereit. Halbfinale Nummer 2, Irina Embrich, Estland gegen Mingfang Ling aus China. Angabe. Brett. Allez. Halt, Dusch, vor, an Garde, Fred, alle. Thank you.
Angarde. Brett. Allez. Zwischen den beiden. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis der erste Treffer gesetzt war. Hier läuft offensichtlich was ganz anderes ab im letzten Gefecht, als im letzten Gefecht. Ja, das ist schon Fechten 2.0. Man sieht also gerade die Estin, die Emrich, in der ersten Minute hat sie so ein bisschen Desinteresse geheuchelt. Das ist so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, wie auf dem Abschlussball, so nach dem Motto, wollen wir tanzen? Nee, dann doch nicht. Und dann haben sie eben plötzlich so gesehen und aus dem Nichts raus, nachdem das dann so ein bisschen die Chinesen sich dann halt auch von einholen lassen, rabums, setzt sie den Treffer. Und das ist eben, das werden wir jetzt auch im zweiten Gefecht sehen, das ist eben taktisch, strategisch sehr, sehr interessant. Weil sie müssen so ein bisschen darauf achten, die Estin möchte ganz gerne, dass die Chinesin angreift. Weil eine sehr starke Aktion der Estin ist eben dieser Konterstoß auf den Arm. Oder eben auch, dass sie dann, wenn die Chinesin oben abgelenkt ist, unten einfach mal auf den Fuß dazwischen mischt. Und insofern, das ist schon sehr schön, auch so zum Zugucken und zu sehen, was passiert. Brett, allez! Thank you.
Halt, Dusch. Vorne. Angabe, Brett, alle. Halt, Dusch. Vorne. Angabe, Brett, alle. Bisschen gewendet, nachdem die Ästchen so ein bisschen abkommen lassen können, funktioniert das jetzt nicht mehr so ganz. Ja, das ist das, was wir klassisch Filmriss nennen. Eigentlich hat Frau Emmerich das eigentlich sehr schön im Griff, dieses gesamte Gefecht. Und dann kommt einfach so der Punkt, wo sie so ein bisschen die Spannung verliert. Weil die Regel sind zwar ungünstige Aktionen, wo sie dann haben sie auch gesehen, hat sie mal vorbeigestoßen und war nicht schlimm. Dann kommt der nächste Treffer, den sie vorbeiredet. Und dann müssen sie sich überlegen, dann fangen sie auch an sich selbst zu zweifeln. Da kommen in einem selber die Zweifel, ist das noch richtig, was ich mache? Und wenn sie dann anfangen, das System zu hinterfragen, dann passiert ihnen das einfach, dass sie komplett die Konzentration verlieren. Und da ist dann die Chinesin nochmal rangekommen, hat dann ihr Ding durchgefochten und die Weibrich ist nur noch reaktiv. Nicht mehr aktiv das schön gesteuert, sondern nur noch reaktiv auf das, was die Chinesin ihr geboten hat. Reagiert, pariert, gezogen und nicht mehr nach vorne gestoßen. Zurück zum Gefangenen. Frisiermatch. Brett, alle. Yeah.
Alle! Des gerade gesehenen zweiten Halbfinals muss sich jetzt erst einmal regenerieren können. Wir wollen ja chancengleich ein Finale haben, deswegen also gibt es 10 Minuten Pause, die wir allerdings nutzen wollen. Und zwar haben wir zum einen einige Leute, denen wir Dankeschön sagen möchten. Und wir fangen mit den Damen an. Ja, sehr schön. Und zwar, das ist in Leipzig auch bleibt mittlerweile Tradition bekannt, dass wir die ein oder andere Namen aus Becken zum Blumen überreichen. Und diesmal geht es an unsere internationalen Beteiligten, nämlich von der FIE, von der die Observateurin, die Rumänin Roxana Badeliano. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist. Bekommt von uns einen guten Vorstand. Dankeschön. Und einer geht. Kann ich das so sagen, nach Österreich quasi? Wir haben es ja zu den Olympischen Spielen auch im Fernsehen bewundern können. Wo ist sie denn? Barbara Xahn? Da, drüben. Auch sie öfters schon in Leipzig gewesen, zum Beispiel zu den Europameisterschaften, zu den letzten Weltcups. Sie ist hier ein bekanntes Gesicht an der Finalbahn. Schön, dass sie auch bei uns ist. Dankeschön also an die Damen. Ein kleines Sträußchen für Sie, aber wir haben noch mehr, nämlich wir bitten nach vorne zusammen mit Bernd Brock, dem Präsidenten des Fechtclubs Leipzig, den Chef von Alstar Uhlmann, das ist Frank Messemer. Bitte nach vorne. Genau, alles mitnehmen. Wir gehen ruhig ein bisschen in die Mitte, damit das ein wenig ordentlich aussieht. Am besten vielleicht auch, wenn das ein oder andere Foto gemacht wird, mal auf die Bahn raufsteigen, das ist Eurobahn. Okay, also, es gibt ein großes Dankeschön für die langjährige Unterstützung von Bernd Brock an Alstar Uhlmann. Gerade, genau, die letzten Jahre waren immer sehr angenehm in der Kooperation. Bleiben Sie kurz hier, Herr Messemer, denn wir haben, wie soll ich sagen, die Information habe ich bekommen, dass der Sponsoringvertrag mit dem Deutschen Fechterbund gerade erneuert worden ist. Das ist ja mal eine ganz wichtige Sache, denn die Verbände mit ihren Events und so weiter brauchen ja auch entsprechende Unterstützung. Frage an Sie, das ist dann immer, sag ich mal, das möchte man wissen von Leuten, die nicht, die ihr Herz an so eine Sportart verlieren. Welchen Stellenwert messen Sie dem zu, was Sie hier sehen, zum Beispiel in Leipzig oder generell im Rahmen des internationalen Geschehens im Rahmen in Verbindung mit dem Deutschen Fechterbund, mit dem Fechtsport? Ja, also dass in Leipzig einiges geht, das haben wir jetzt wirklich in den letzten Jahren gesehen. Eine tolle Weltmeisterschaft, eine tolle Europameisterschaft, regelmäßig Weltcup-Turniere, finde ich super. Also da ist ein ganz engagiertes Team hier
in Leipzig und man sieht, da ist auch mit Freude und Herzblut man dabei. Finde ich toll. Sagen wir Dankeschön für die Unterstützung im Namen des DFB, wenn ich das sagen darf, und auch im Namen des Flechten Leipzig. Dankeschön an Alistair Hohmann, an Herrn Messmer. Dankeschön für Ihren Platz. Einen haben wir noch, und zwar bitten wir nach vorne ein Vorstandsmitglied des Flechtclubs Leipzig. Ich sage jetzt mal den Namen an und wir erklären dann kurz, worum es geht. Willkommen vorne im Licht, Steffen Fellmann. So, bevor es diesen Blumenstrauß gibt, müssen wir mal ausholen. Ich sage es noch nicht ganz konkret, aber wir haben vorhin gesprochen, 190 Teilnehmer und so weiter, viel Logistik drumherum. Wie viele Tage sind operativ nötig, um so ein Event stellen zu können? Also wir starten ein halbes Jahr vorher mindestens mit den ersten Gesprächen und auch mit Sponsoren und überhaupt die ganze Planung zu starten. Also ein halbes Jahr vorher geht es los und es wird dann immer schärfer, immer aufwendiger, je näher das Turnier kommt. Was wir nicht vergessen dürfen, morgen ist ja noch Mannschaftsgeschehen und wie schläft man dann eigentlich an dem Folgetag, am Montag? Können Sie Kaffee reicht aus oder erstmal einen Tag Urlaub? Rückenschonende Arbeit ist angesagt. Okay, dann verraten wir jetzt auch, was der Herr Fellmann macht. Er ist nämlich der Eventchef für den Aufbau zuständig für genau diese Events und er ist derjenige, der quasi hinter den Kulissen die Fäden, was Logistik und so weiter angeht, in den Händen hält. Er ist dafür zuständig, dass das alles auf den Punkt passt. Sie bekommen von uns als Leipziger und auch von unseren internationalen Gästen einen riesen Applaus und ein Dankeschön vom Präsidenten des Festivals Leipzig. Auf den Punkt funktioniert, dass alle zur rechten Zeit da sind, dass auch technisch alles klappt. Danke übrigens auch an die Technik, die uns wieder souverän betreut in den letzten Jahren auch. Und genau diese Leute sind es, die das möglich machen. So, ein paar Minütchen haben wir vielleicht noch Zeit. Ich habe gar nicht geschaut, wann auf die Uhr geschaut, wann wir in die Pause gegangen sind. Und so nehmen wir uns die Jubel nochmal mit dazu. Und jetzt haben wir ein völlig anderes Gefecht gesehen. Lass uns mal ein Stückchen vielleicht ins Licht gehen, auch wenn es blendet. Es wird definitiv, hast du gesagt, ein interessantes Gefecht von den Charakteren her. Spekulier doch mal, was werden wir sehen? Ja, das ist momentan so ein bisschen Wunderkiste. Also die chinesische Fechterin hat das ja auch gesehen, die hat stramm ihr Ding runtergefochten. Dann hat die Frau Ingrich einen kleinen Filmriss gehabt, der sozusagen der Chinese dann auch in die Karten gespielt hat. Bei den Chinesen ist es immer so, die können ihr Geschäft, die können ihre innerhalb dieser Fehlstruktur wunderbar arbeiten. Wenn es dann aber an dem Bereich kreativ und so ein bisschen ums System drumherum geht, da wissen die Chinesen manchmal auf der Fußball nicht so genau, was man von ihnen will. Also eine Materialschwäche für die Chinesen verlieren sie auf jeden Fall. Aber wenn sie dann wirklich so an die Bereiche des spielerischen, taktisch-technischen Fechtens kommen, da haben sie dann Chancen, dass sie die wirklich aus der Reserve locken. Das ist was für die Russin spricht, weil die Frau selber, die Trainerin, gegen die habe ich noch selber gefochten, die war damals schon eine abgekochte Mutti, die hat mir auch ganz oft richtig Kopfzerbrechen bereitet. Das hat sie jetzt in Jahren Aufbauarbeit an ihre Junioren, an ihre jungen aktiven Fechter weitergegeben. Also so rein von den taktisch-strategischen Geschichten her würde ich auf die Russin tippen. Was für die Russin natürlich nicht spricht, sie haben gesehen, als sie von der Bahn gegangen ist, diesen Ballon gehabt, die hat schon ordentlich gepumpt, die hat gestern den ganzen Tag Wettkampf noch in den Knochen. Da muss man gucken, ob sie das auf die Bahn gezaubert kriegt. Und die Chinesin, wie gesagt, die kriegt stramm ihr Ding runter, ganz diszipliniert, ganz nach Marschroute. Da muss man jetzt gucken, ob es passt. Und die Chinesin ist, glaube ich, ganz besonders motiviert, denn die hat am Dienstag den 27. Geburtstag gehabt, will sich vielleicht nachträglich noch ein Geschenk machen auf der Finalbahn. Wir schwenken noch mal kurz. Das mit dem 27. Geburtstag hat mir privat jetzt nie getan. Ja, das hilft mir jetzt so ein bisschen als Überleitung, denn ich wollte noch mal ein bisschen den Bogen zu dir kriegen. Wir alle haben noch 2010 das Bild vor uns, wenn Sie mit in der Arena waren, diese Verbeugung, die im Prinzip durch die Sportpresse ging.